Ja, Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu Die Fenster sind verschwunden. Und meine lieben Leute, auf das Spiel freue ich mich ganz besonders, denn wer möchte nicht, dass seine Fenster verschwinden? Also ich mag das schon. Das Ganze ist von Scary Cube, ist auf Steam und es ist kostenlos, Leute. Und weil es kostenlos ist, Leute, schauen wir uns das natürlich direkt mal an. Wir spielen das Spiel heute komplett durch und ich glaube, das dauert so ungefähr eine Stunde, Leute. Also lasst gerne einen Daumen da, abonniert gerne rein und wir gucken jetzt einfach mal, wohin die wunderbare Reise geht. In meinen Träumen sehe ich dieses Haus. Jo, was ist das für eine Musik, Bro? Okay. Cool. Oder ich bin mir noch nicht sicher, ob das cool ist. Ich fühle, wie es nach mir ruft. Das Haus oder was? Okay, er fährt da auch hin. Ich habe mich bei dem Gameplay-Video jetzt einfach auch mal hingestellt, Leute, bei diesem Let's Play. Weil ich der Meinung bin, beim Sitzen haut es mich möglicherweise vom Stuhl. Schon immer, seit dem Unfall. Ja, die Musik, die ist sehr wild, Leute. Die haut rein. Was ist das bitte für ein Haus? Würde ich gerne wissen. Und was für ein Unfall? Egal, was ich mache, ich kann nicht aufhören, über dieses Haus in Mariana nachzudenken. Ja gut, okay. Denkst du Mariana im Haus? Ja, oder als du in Mariana drin warst? Also ich meine, im Haus halt. Gut, lassen wir das mal. So habe ich darauf geantwortet. Auf was hast du geantwortet? Holy jeez, das ist ja richtig cinematic ist das hier. Auch wenn mir gerade ein ganz kleines bisschen übel wird. Hören Sie bitte auf, ich muss gleich kotzen. The windows are gone. Okay. Gut. Hi, honey. Wie geht's dir? Okay, warte mal. Soll ich... Achso, könnte... Okay, du weißt schon. Wie war die Beerdigung? Ich würde wünschen, ich wäre für dich da gewesen. Konnte nicht gehen. Ich war nicht da, ich konnte nicht gehen. Ich verstehe. Ist jetzt auch verstanden. Du weißt das, richtig? Ja. Und was ist mit deinem neuen Haus? Es ist in Mariana, richtig? Ein bisschen weit weg von zu Hause. Ja. Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Ich schreibe dir tatsächlich gerade, als ich dorthin fahre. Okay. Pass auf der Straße auf. Ich liebe dich. Alright. Was? Oh, 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 und wir sind im Game, Leute. Wir sind im Game. Oh, oh mein Gott, Leute. Oh, 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 Jesus Christ im Himmel. Ich muss ganz dringend die Maus-Sensitivity runterstellen. Da wird man sonst ja irre. Okay, so glaube ich, ist es ganz okay. Okay, press tap to pick up your phone. Machen wir mal. Okay, Bros, reply... hey, ich bin gerade am neuen Haus angekommen. Ich werde die Umzugskartons jetzt reinmachen und werde dir später schreiben. Oh, Leute, da mit unserem alten Nokia-Handy. Ey, da konnte man alles mitmachen. Man konnte Bierflaschen öffnen. Man konnte das jemandem ins Gesicht werfen, wenn man nicht mit seiner Meinung einverstanden war. Man konnte damit sogar Lastwagen aufhalten, indem man die Nokia-Handys einfach auf den Boden gelegt hat, weil jeder Angst hatte, drüber zu fahren und quasi von der Straße abzukommen. Also, Leute, man konnte sehr, sehr viel damit machen. Okay, alright. Press M to pick up the map on the house. Thanks for letting me know. Careful not to hurt your back with the boxes. Ah ja, okay, gut. Alles klar. Tu dir nicht weh mit den Umzugskartonen. Okay, alright. Warte mal. Return. Das ist von Mama. Okay. Press M. Hallway Kitchen. Ich habe eine Karte vom Haus. Okay, alright. Warum habe ich eine Karte vom... Oh mein Gott. Wieso habe ich eine Karte vom Haus? This box is up... Oh nö, oder? Echt jetzt? Da steht einfach mal, wohin die Box gehört. Ich glaube, ich spinne. Okay, warte mal. Wir müssen uns das auch noch merken, oder was? Oh, Junge, Junge, Junge. Okay. Down Bathroom, Living Room, Front Porch. Ach, man kann das flippen. Upstairs Guest Bedroom, Upstairs Master Bedroom. Holy, holy, holy cheese. Na gut, okay. Wir räumen jetzt das ganze Zeug erstmal rein. Wenn ich die Umzugskartons fallen lasse, dann spawnen die wieder im Truck, was sehr schlecht ist. Tatsächlich. Kann ich... Oh, Junge, nee, ne?
Bitteschön. Boah, diese Grafik auch wieder. Richtig ekelhaft, Leute, sag ich euch. Richtig ekelhaft. Ja, dann grab sie. Okay. Ich kann auch nicht schnell laufen mit der Box, was ja auch ziemlich klar ist. Kann ich die nicht dabei irgendwo ins Haus reinstellen? Junge, wir sind aber hier langsam unterwegs. Okay, das ist das Haus. Nice. Kann ich die Box irgendwo hinstellen? Kann ich die hier placen? Ich kann die hier placen. Okay. Gut, ja, wir können hier die Tür öffnen. Das ist doch jetzt hier das Master-Ding, oder? Wir gucken nochmal rein. Hier, ich flipp das mal. Ich flipp das mal zur anderen Seite. Ja, genau. Upstairs Master-Bedroom. Das ist direkt hier, weil wir haben nämlich hier auch das Master-Bathroom, Leute. Deswegen ist das easy peasy. So, und was mache ich jetzt, wenn ich das hier abstelle? Inspect. Grab. Okay, ich muss das erstmal hier... Okay, ah ja, da habe ich die Boxe reingestellt. Okay, das ist ja nice. Ist das eher so ein Boxensimulator und kein Horrorspiel? Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Grab. Eine VHS-Kassette mit dem Namen Tape 1, meine Familie. Ich könnte das eventuell in den VHS-Player geben und anschauen. Das könntest du in der Tat tun, denn hier ist der Fernseher. Guck mal, kann ich das Ding nehmen? Ich kann das nicht nehmen. Okay, alles klar. Ja, ich muss erstmal die Umzugskartons reinräumen, ne? Ich weiß schon. Ja, ja, es ist wichtig, dass wir unserer Arbeit nachkommen. I know. So, grab. Inspect. Grab. Ach so. Ah, wait a second. Wait a second. Ich muss das auswählen. Ich bin ja doof. Warte mal, ich stell das mal hier hin. Ich stell das hier hin und, ah, grab. Guck mal hier. Okay, als das Tape anfängt zu spielen, sehe ich einen Mann im mittleren Alter, der eine Kamera hält. Ich realisiere schnell, dass der Mann im gleichen Haus ist, in dem ich gerade bin. Er ist, lacht über das ganze Gesicht, als er sich von der Kamera entfernt und geht zu seiner Familie. Man kann sehen, dass sie im Hintergrund im Garten spielen. Ich frage mich, ob das die vorherigen Bewohner des Hauses waren oder Besitzer. Seine Frau und seine Kinder scheinen eine großartige Zeit zu haben. Lachen und laufen rum. Da gibt es einen Moment, wo die Frau hinter dem Mann herkommt und ihre Arme um ihn legt. Sie lachen beide und schauen in die Kamera. Es ist sehr schön, wirklich. Ich kann mir nicht helfen, aber es fühlt sich so an, als wäre da irgendwas falsch. Als wäre da irgendwie eine unterschwellige Spannung. Irgendein Sinn oder irgendwas, ja, was nicht so einfach ist. Irgendwas, was da halt brodelt eben, hart zu beschreiben. Vielleicht ist es nur ich. Aber ich kriege das Gefühl, dass die Dinge nicht immer so perfekt sind, wie sie an der Oberfläche erscheinen. Es fühlt sich so an, als würde gerade hier die Freude porträtiert werden. Ja, es fühlt sich quasi so an, als wäre halt vordergründig irgendwie nur das Tolle und das Positive dargestellt, aber im Hintergrund ist halt doch irgendwas, was halt vorne und hinten nicht passt, ja. Und das steht auf dem Gesicht des Mannes geschrieben. Sieht so aus, als würde er irgendetwas hinter seinem Lachen verstecken wollen, so kann man das, glaube ich, sagen. Okay, das Tape endet, als eines der Kinder stolpert und auf den Boden fällt. Während die Mutter zu dem weinenden Jungen geht... geht das Lachen des Vaters weg, als er zur Kamera geht. Geht langsam weg. Als er direkt in vorderster Front an der Kamera ist. Was? Kriege ich ein komisches Gefühl? Intrusiveness. As I'm praying on this person's life. The tape ends. Okay, also er kriegt halt quasi so... Ja, ein ganz komisches Gefühl einfach. Intrusiveness, keine Ahnung, Mann. Er kriegt einfach ein komisches Gefühl, Leute. Und das Tape endet. Mama, kann man es auch einfach mit einfachen Worten beschreiben und muss sich immer hier so rumtun. Es ist ein komisches Gefühl, diese Aufnahme anzugucken aus jemand anderes Lebens. Ich kann mir nicht helfen, aber ich frage mich, was mit ihm passiert ist. Wo sind sie jetzt? Sind sie weggegangen von einer langen Zeit? Sind sie immer noch zusammen? Es sieht so aus, als würde ich in Welten gucken, die nicht meine sind. Welten, die familiär und vergesslich zur selben Zeit sind.
Irgendwie so. Jo, Leute. Okay, alles klar. Jo, das ist irgendwie schon gruselig, muss ich sagen, ne? Also, keine Ahnung. So, was steht jetzt hier drauf? Inspect. Upstairs Guest Bedroom. Ja, ja, chill mal ganz kurz. Upstairs Guest Bedroom. Ich muss hier rein und muss dann da rein. Okay, alles klar. Das heißt, ich gehe nach oben und mache das rein. So, hier gehen wir lang. Dann in diesen langen Gang rein. Boah, das Haus. Weiß ich nicht, sieht eigentlich ganz nice aus, ne? So, und warte mal, ich muss die Kiste mal eben hier hinstellen. So, mal kurz auf meinen Plan gucken. Ja, das ist hier auf jeden Fall hier die erste Tür. Okay, alright. Sehr, sehr nice. Die Mechanik von dem Game ist bisher ja recht nice auf jeden Fall. Also gefällt mir. Aber irgendwas ist hier mit dem Haus komisch, Leute. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Ja, dann holen wir einfach mal die nächste Kiste raus. So, graben das. Und wir gucken mal. Oh, Musik. Oh, das ist fein. So, was steht denn hier überhaupt drauf? Living Room written on it. Okay, ja, das kann ich hier direkt schon mal hier hinstellen. Das war wohl die einfachste Kiste des Tages. Alright. So, was steht hier? Downstairs Office. Downstairs Office war... okay, also hier lang, Hallway. Okay, alright. Ich denke... Ne, Inspect. So, grab. Ich denke, ich weiß wohin. Hoffe ich. Ey, die Musik, Leute, so beruhigend. Mir kommt das vor wie einfach an so einem richtig schönen Freitagnachmittag, ja. Wir räumen hier ganz gechillt unsere neue Bude ein. Wer weiß schon, was hier Schlimmes passieren kann, Leute. Also ganz ehrlich, hier kann doch gar nichts passieren, oder? Also jetzt mal wirklich for real. So, ich glaube, das ist auf jeden Fall richtig. Würde ich jetzt mal sagen. So, bam. Okay. Alright. Alright. Ja, gut. So, was haben wir hier noch? Inspect. Nein, Inspect. Upstairs Guest Bedroom. Okay, Upstairs Guest Bedroom war... Ach, Bathroom, oder? Habe ich mich gerade verlesen? Bathroom, ne? Bathroom, ja, ja. Das ist direkt daneben. Das ist auch ziemlich easy. Das ist auch relativ simpel, das da dran zu machen. Das geht schon klar. So. So. Na komm, ein bisschen schneller kannst du die Treppe schon hochgehen. Mann, ey, dass das kostenlos ist. Ne, andere verlangen für so ein Spiel Geld. Manche ballern das kostenlos raus. Das ist schon krass. So. Ich habe auch kürzlich erst ein anderes gespielt. Das kommt auch noch, das Video dazu. Baldigst. Aber das ist auch kostenlos gewesen. Also ziemlich krass, was so an kostenlosen Games auf dem Markt ist. Upstairs Master Bathroom. Okay, das ist... Achso, das ist aber direkt da. Oh, okay, gut. Das Master Bathroom hat sogar eine eigene Kiste. Was wollte ich sagen? Genau, es ist schon krass, wie viele Games da kostenlos auf dem Markt sind, die wirklich was auf dem Kasten haben. Das letzte war auch so, ja nicht so verpixelt wie das hier, aber diese Games in dem Stil, die liebe ich ja ganz besonders gerne. Die haben einfach so ein ganz, ganz anderes Feeling. Die sind einfach... Ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich kann das wirklich nicht beschreiben, aber ich finde das großartig. Diese Spiele sind wirklich sehr gut. So. Okay. Wieso ist eigentlich die Musik jetzt aus? Oh. Hallo? Hi. Hello. Du musst unser neuer Nachbar sein. Wahrscheinlich bin ich das. Leben Sie hier in der Nähe? Ja, tue ich. Ein paar Kilometer diesen Weg. Sie zeigt auf die rechte Seite. Auf die rechte Handseite. Mein Mann und ich, sie pausiert für ein paar Sekunden. Ich lebe da. Nichts sagen. Willkommen, willkommen. Mariana ist eine wundervolle Stadt. Wundervolle Leute. Können Sie mir davon erzählen? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Kenne ich Sie? Continue. Kann ich Ihnen mit irgendwas helfen, Ma'am? Okay. Können Sie mir ein bisschen was drüber erzählen? Well, nun, Mariana ist eine stille kleine Stadt. Aber sie ist voller Schönheit. Oh ja. Geh sicher, dass du den Araucaria Park besuchst, wenn du eine Chance dazu kriegst. Das sind wundervolle Bäume. Ich werde sehen. Okay, also sind die Leute sind außerdem hier bekannt, weil sie so freundlich sind. Das bedeutet, ich hoffe, dass du verstehst, dass wir sehr großen Wert auf unsere Traditionen legen. Also quasi so, geh uns nicht auf den Sack, weil du anders bist oder mit den Dingen, die du anders machst. Okay, sie sehen bekannt aus. Oh, ich bin nicht sicher, vielleicht. Es ist das, was sie sagen. Kleine Welt und das alles. In jedem Fall kennen wir uns jetzt.
oder? Also sie hat gehört, dass das Haus verkauft wurde und dass der neue Besitzer heute hier ist. Also hat er mir oder sie mir etwas ganz Besonderes gebacken. Ein Willkommensgeschenk. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Aber das hätten sie nicht machen müssen. Sie sind hier ziemlich schnell hergekommen. Hm, ja, das klicke ich mal an. Warum? Ja, haha. Ich war so nervös, meinen neuen Nachbarn kennenzulernen. Okay, wie auch immer. Bezüglich deines Willkommensgeschenks. Ich glaube, du wirst es lieben. Ich habe es auf deine Küchenzeile gelassen. Mit Gott in Seite. Haus, Moment, entschuldigen Sie mich. Oh, keine Sorge, mein Liebes. Ich kenne dieses Haus in- und auswendig. Also dieses Haus hat sehr viel Geschichte. Es ist ein sehr einzigartiges. Auf irgendeine Weise wirst du es schon wissen. Jede Ecke, jeder Schatten scheint dir bekannt vorzukommen. Ist es nicht so? In jedem Fall wirst du auf jeden Fall mit dem Haus bekannt werden und das früh genug. Aha, alright. Okay, so, tu mir jetzt einen Gefallen, mein Liebes. Und probier was von der Pastete, die ich für dich gemacht habe. Okay? Ich bin sicher, du wirst es lieben. Okay, aber bitte bleib einfach jetzt hier, okay? She wants to smile, leave conversation. Bro, das ist so dermaßen. Ich kann da nicht mal vorbeigehen, yo. Ich muss die Pastete probieren. Warte mal, wo ist überhaupt? Wo ist überhaupt die Küche? Front Porch, Kitchen, okay. Boah, das ist jetzt schon sehr, sehr sick irgendwie. Weiß ich nicht. Mh, lecker. Eat. Schau mal, ich esse die ganz auf, okay? Wirklich lecker. Waren da jetzt irgendwie Drogen drin oder so? This note just says, willkommen zu Hause. Ich glaube, dass sie von dieser Lady stammt. Aber wohin ist sie gegangen? Ja, keine Ahnung. Okay, als ich die Boxen aus dem Truck lud in mein neues Haus, ich konnte mir nicht helfen, aber irgendwie, ja, er fühlte sich einfach total fertig. Der Trip von Mariana hat ihn mitgenommen. Das kombiniert mit dem, mit der komischen Begegnung mit diesem Nachbarn oder der Nachbarin, ließ ihn realisieren, wie erschöpft er eigentlich ist. Okay, er entschied oder ich entschied, dass es wahrscheinlich weise sein würde, jetzt ein kleines Mittagsschläfchen oder ein kleines Schläfchen im Master Bedroom zu halten. Okay, außerdem war er sehr interessiert daran, den Komfort seines neuen Bettes zu testen, ob man da auch wirklich gut schlafen kann. Was ist, wenn ich darauf aber nicht höre und einfach eine Kiste aufnehme? Oh, Junge, okay. Ja, wir lassen einfach alles offen. Alright. Ja, gut. Mach das mal zu. Ja, dann nehmen wir einen Nap, ne? Ich meine, besser jetzt als später. Nö, ja, also. Dann machen wir das mal. So, mach das hier mal zu alles. So, das machen wir zu. Oh, die Kiste lassen wir da liegen. Und ja, dann inspect. Was? Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Bett dauerhaft behalten werde, aber jetzt muss ich erstmal damit klarkommen. Ja, da hast du recht. Jetzt leg dich erstmal hin und penn erstmal eine Runde, mein Lieber. Mein Allerbester. Erstmal hier ein bisschen schlafen gehen. Also Leute, ich werde jetzt in Zukunft nicht mehr versuchen, das 1:1 übersetzen, sondern einfach in meinen eigenen Worten. Das ist manchmal, weiß ich nicht, also so manche Worte, die fehlen mir einfach und dann klingt das alles so ein bisschen doof. Aber ihr werdet dann dieses Mal, träume ich nicht vom Haus. Wie bist du überhaupt auf... Okay, so jetzt. Okay, talk. Look at wife. Oh nein, oh nein. Meine Frau und ich waren in Eile zum Krankenhaus. Sie hatte sehr viele Schmerzen. Okay, ich finde mich im Auto und fahre meine Frau ganz schnell zum Krankenhaus. Since her water had just broken. Okay, also sie hat quasi Fruchtwasser verloren. Honey, bist du in Ordnung? Ja, schau nur, dass du nicht über irgendwelche holprigen Straßen fährst, bitte. Sie lässt ein nervöses Lachen los. Hast du deine Mutter angerufen? Ah, nein, habe ich vergessen. Kannst du sie anrufen, wenn wir da sind, bitte? Ja, mache ich. Danke. Und bitte denk daran, dass der Highway blockiert ist. Jetzt bitte schnell. Okay, mache ich. Halte durch. Oh, was ist das aber auch hier für ein... look at wife. Oh my God. Was zum Teufel ist passiert, Jessica? Ja, das ist jetzt das Ding, ne? Die sieht ziemlich tot aus jetzt. Oh, Junge, 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 Junge. In welcher Brühe fahren wir hier denn bitte? Können wir auch mal anhalten? Können wir bitte mal anhalten?
Ey, das ist super verstörend. Sorry, Leute, für diesen komischen Übergang gerade. Meine Kamera ist mal wieder abgekackt. Das passiert irgendwie öfter. Weiß auch nicht, warum. So, aber jetzt zurück zum Game. Was ist denn jetzt hier los? Oh, das ist aber ein Albtraum. Vielleicht hätten wir nicht hergehen sollen und ein Nickerchen machen sollen. Vielleicht hätten wir das lassen sollen. Oh, Junge, stellt euch vor, er wacht jetzt auf und die alte Frau steht vor ihm. Das wäre ein Jumpscare. Das würde mich richtig rausreißen hier. Na gut, okay. Ja, weiter geht's, würde ich sagen. Oh mein Gott, was für ein furchtbarer Albtraum, jo. Dieses tropfende Geräusch. Ich habe es gehört, seitdem ich, als ich schlafen gegangen bin. Woher kommt's? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich von irgendeinem Wasserhahn, oder? Ja, okay, von da kommt's nicht. Die Musik, die wird immer seltsamer. I don't know, ich... Warte mal, das kommt. Nee, warte, das kommt von unten, ne? Oder? Aus der Küche? Nee. Oh, guck mal, der Garten. Ui, toll, okay. Wir haben einen nice Garten. Warte mal. Was ist das hier? Okay, hier kommt es auch nicht her. Das ist die Dusche. Oh, Bro, aus dem Keller, ne? Ja, aus dem Keller. Natürlich aus dem Keller. Inspect. Oh, toll. Ja, da sifft's raus quasi. Ja, das ist quasi... Ja, das ist der Lohn dafür, was ich, wenn ich ein altes Haus kaufe. Die Belohnung dafür. Ich krieg ein komisches Gefühl. Ich kann es nicht genau erklären. Vielleicht ist es dieses konstante Geräusch. Vielleicht ist es das Wasser selber. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur dieses komische Gefühl nicht abschütteln, wenn ich darüber nachdenke. Aber ich werde das erstmal morgen begutachten. Ich will mich damit jetzt erstmal nicht langweilen oder aufhalten. Ich gehe jetzt zurück ins Bett. Na, Bro, du solltest die Sachen... Inspect, okay. VHS-Tape, labeled, was? The Accident. Ja, ich kann aber leider nichts abplayen, weil ich schlafen will. Aber ich will ja nicht schlafen, ich will weitermachen. Guck mal, hier steht noch alles da. Willst du heute Nacht wieder weitermachen? Willst du heute Nacht hergehen und die Sachen ausräumen? Junge. Also ganz ehrlich. Also du hast aber den Fleiß nicht gepachtet. Räum halt einfach mal ein paar Kisten aus. Ich meine, gut, okay. Aufgrund der Situation, die du hinter dir hast, würde ich mal sagen, dass du das verdient hast zu schlafen. Aber die paar Kisten hättest du schon ins Haus reinräumen können. Hättest du ja nur vorne in den Gang stellen müssen. Du hättest sie ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, in die Zimmer räumen müssen. Einfach nur in den Gang und fertig aus. Wobei ich das auch komisch finde. Du kommst ins Haus rein und rechts gleich der Fernseher. Irgendwie strange. So, haben wir jetzt gepennt? Sind wir fertig jetzt mit Schlafen? Können wir uns jetzt dem widmen, was wichtig ist? Ich habe doch da gerade irgendwas gehört, oder? Da läuft doch jemand rum. Also dieses Tropfen geht mir richtig auf den Zeiger. Okay, Mama. Everything good? Guten Morgen, mein Sohn. Ach, das ist Dad. Okay, deine Mutter hat mir gesagt, dass du in Mariana gestern angekommen bist. Wie geht's? Hey, Dad. Nun, weißt du... Okay, das war's. Gut, alles klar. Pass auf, ich geh jetzt runter. Ich weiß. Tut mir leid. Und wie ist das neue Haus? Ist es so, wie du es dir erhofft hast? Es ist okay. Ich habe gestern ein paar Boxen nach drinnen gebracht und bin müde geworden. Und ich werde jetzt wieder damit anfangen. Also, er arbeitet jetzt weiter dran. Okay. Sieht so aus, als wäre es jetzt schlimmer geworden über Nacht. Ich muss definitiv jemanden anrufen und das später anschauen. Mann, dieses konstante Geräusch macht mich verrückt. Ja, wo kommt denn die Siffe her? Okay, kommen wir. Nehmen das VHS-Tape. Schade, finde ich, dass man in dem Fernseher nicht sieht, sondern dass man nur lesen kann. Das finde ich irgendwie schade. Okay, das Tape zeigt diesen Mann. Ich denke mal, das ist der frühere Besitzer des Hauses. Wie er im Keller arbeitet. Mit der Kamera. Die Kamera steht halt auf irgendeinem Ding drauf und zeigt zu ihm. Sieht so aus, als wäre er allein im Haus.
kann nur die Kinder im Hintergrund im Garten spielen hören. Das Tape ist ein bisschen beschädigt. Aber ich kann das meiste, was passiert, erkennen. Für ein paar Sekunden steht er da einfach nur in Stille. Okay. Also er stottert so ein bisschen ängstlich seine ersten Wörter in die Kamera. Als er dann endlich anfängt zu sprechen, merke ich ja auch wieder dieses drückende, nicht einfache im Hintergrund, also dieser Schatten, der über ihm liegt quasi. Der Mann wirkt auch gestresst und irgendwie verängstigt. Seine Wörter, seine, ja. Okay. Also er versucht mit seinen Worten, oder wenn er spricht, dann hört sich das so an, als würde er versuchen, etwas zu beschreiben, dessen Gefühl er nicht ganz erfassen kann und das ihn aber übermannt. Okay, er spricht über was ganz Schlimmes, was seiner Familie passieren wird, was er glaubt. Okay. Und er ist halt irgendwie auch nicht so ganz da. Also es übermannt ihn wirklich komplett, und als die Emotionen ihn dann wirklich komplett haben, lässt er auch aus Versehen das Werkzeug fallen, das er in der Hand hatte. Er fängt an zu weinen und hält sich vorsichtig den Mund zu, dass niemand ihn weinen hört. Und er sagt, dass das, was passieren wird, sein Fehler ist. Während ich ihn ansehe, ich kann mir nicht helfen, fühlt es sich irgendwie so an, als würden seine Worte direkt an mich gerichtet sein. Es ist, als ob er wissen würde, dass ich das hier ansehe, und als würde er versuchen, mit mir Kontakt aufzunehmen, mit mir zu kommunizieren. So wie er über die Geschehnisse spricht, die passieren, fühlt es sich an, als wären sie bereits geschehen. Aber warum tut er es dann? Warum tut er nichts, um das, was geschehen soll, zu verhindern? Und was ist überhaupt der Sinn dieser Tapes? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich rausgehe, und wir haben den über Nacht hier aufgelassen, und wir räumen jetzt das Zeug hier aus. So, Inspect. Upstairs Storage. Upstairs Storage ist... ja, okay, gut. Alles klar. Alrighty. Habe ich auch. Ah, es ist schon sehr komisch. Also... übelst weird irgendwie. Da werde ich noch viel Freude mit dem Lesen haben, Leute. Aber macht nichts. Übung macht den Meister. So, pass auf. Das war nämlich jetzt, wenn ich mich jetzt korrekt orientiere, hier rein, genau. So, okay. Stelle ich einfach mal... komm, wir stellen es am Boden hin. Gut. Ja, die Frau, die war schon sehr komisch. Also die Nachbarin, die war wirklich sehr, sehr komisch. Okay, alright. Was haben wir dann hier? Upstairs Main Hallway. Upstairs Main Hallway? Okay, es gibt sogar eine Box für den Main Hallway. Ey, und dieses komische Rauschen, oder nicht Rauschen, aber dieser Wind, der in den Büschen flattert, ne? Ich weiß, aber da kommt man sich auch so vor, als würde hier ständig jemand irgendwie im Garten rumsneaken oder so. Lassen Sie das bitte sein, ja? So, das kann ich jetzt aber ganz auf easy hier hinstellen, ne? Ja, okay. Gut, gut, gut. Und diese Musik auch. So ultra weird einfach. Downstairs Bathroom. Das Bathroom ist... Bedroom. Okay, neben der Küche. Es ist auch schon wieder... ja gut, es ist bewölkt. Okay, nicht spät. Die Sonne scheint nur so ein bisschen durch die Wolkendecke deswegen. So, schauen wir mal. Wir müssen uns ja hier auch schließlich auskennen. So... bam, okay. Und die letzte Box. Sehr, sehr gut. So, und die ist finally Kitchen. Okay. Alright. So, bin ich eigentlich mit diesem fetten Umzugswagen hier hingefahren? Oder sitzt da vorne jemand drin und chillt ein bisschen? Nee, oder? Nee. Also das mit den Tapes finde ich auch schon sehr wild. Okay, alright. Gut. Oh, guck mal hier. Da ist nochmal eine. Oh, ich sollte vielleicht... okay, als ich die Umzugsboxen reingebracht habe... ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie habe ich mich immer wieder die ganze Zeit gefragt, was ich hier eigentlich mache. Ich habe nach Impuls gehandelt, als ich dieses Haus gekauft habe. Aber diese immer wiederkehrenden und seltsamen Träume, die ich nach dem Unfall habe und die hatte und die meinen Geist geplagt haben und mich sogar verfolgt haben, bevor ich ihm nachgegeben habe. Ja, es fühlt sich so an, als hätte ich keine Wahl.
Okay, also ja, vielleicht ist es das einfach dem zu entkommen, was eben in dieser fürchterlichen Nacht geschehen ist. Aber hier war ich jetzt an diesem unfamiliären Ort oder ja, an diesem leeren Ort mit niemandem außer mir selbst. Für einen Moment habe ich mich gefragt, ob ich psychisch noch ganz da bin oder fit bin. Also habe ich tief durchgeatmet und habe diesen alten, verranzten Geruch des Hauses, so beschreibe ich jetzt mal, meine Lungen füllen lassen. Ich habe immer noch das Gefühl, ich muss das hier zu meinem Haus machen. Ja, du hast es ja auch gekauft. Also habe ich alle Umzugskartons ausgepackt und habe alles ein bisschen dahin platziert, wo es sein soll, also dekoriert. Ja, das heißt, ich muss es das auch noch machen, oder wie? Oh Mann, wir haben hier noch eine Kassette. Jesus Christ. Wieso haben wir hier so viele Kassetten? Warte mal, ich mach das mal hier eben rein. Okay. Also als das Band anfängt zu spielen, desorientiert mich die Szene vor mir und macht mich extrem nervös. Oder ich fühle mich extrem unwohl. Der Mann aus den vorherigen Tapes steht an einem Ort, der unmöglich zu identifizieren ist. Er erscheint als Silhouette in einer Dunkelheit, umgeben von nicht zählbaren oder unzähligen langen roten Linien, Streaks, also so wie so Fäden, oder? Die so weit reichen, wie das Auge sehen kann. Wie Adern, die irgendwie mysteriös von oben kommen und hinter ihm unerklärlicherweise verschwinden. Jo, was ist das bitte? Er kann sie fühlen, wie sie hinter dem TV oder hinter dem Monitor des Fernsehers und in seiner Brust pulsieren. Er fühlt quasi dieselbe Erfahrung wie der Mann im Tape. Ja, also diese erdrückende Erfahrung. Und in dieser zerschmetterten Dunkelheit er kann auch nicht aufhören, das Tape anzugucken. Er macht weiter und schaut's an. Und der Mann, der sich schuldig fühlt und der bereut. Aber was hat der Mann denn getan? Die Kamera wackelt und glitscht hin und her. Okay, und sie scheint irgendwie ein Stück des Körpers des Mannes zu sein. Irgendwie. Seine Wörter sind nur Fragmente. Und in den Momenten, in dem er sein Gesicht sehen kann, sieht er in seinen Augen, dass er eine extrem schwere Last mit sich herumträgt. Er stottert Gefühle, sagt, dass es ihm leid tut. Er ruft nach seiner Familie, aber er ist ganz alleine an diesem Ort. Ich habe das Gefühl, seine Familie ist nicht länger erreichbar. Und er macht sich dafür selbst verantwortlich. Also er kann halt eben fühlen, seinen Schmerz und alles. Und es fühlt sich aber so an, als würden sie beide dasselbe Gefühl, denselben Schmerz teilen. Okay, und dann irgendwann macht er den Mund auf, ist bereit quasi alles rauszulassen, ja, seine ganze Agonie, seine Wut, alles. Aber bevor er das machen kann, endet das Tape einfach abrupt. Okay, er fühlt sich gebrochen bei der Intensität von dem, was er gerade angeschaut hat. Und fühlt sich irgendwie, oder schämt sich, dass er eigentlich seine eigene Reflexion an dem TV-Bildschirm sehen kann. Und irgendwie fühlt es sich so an, als hat er das jetzt gebraucht, das zu sehen. Jesus Christ, Mann, können wir bitte hier gehen? Also ganz ehrlich. From Brother-in-Law. Hey, Mann, wie geht's dir? Hey, ich bin ein bisschen überwältigt, um ehrlich zu sein. Bisschen überwältigt? Bro, das ist riesige Kacke. Ich muss mich mal hinsetzen hier. Okay, alright. So. Sitzen ist dann manchmal bei gerade solchen Spielen doch ein bisschen besser, immerhin. Ja, bin ich ja schon eine Zeit jetzt hier. Habe ich das jetzt hier im Stehen. Aber ich glaube, jetzt wird es langsam hier ein bisschen, ja, schlimmer und deswegen. So, was mache ich jetzt? Open. Oh, ich dekoriere das jetzt. Kann ich das einfach so machen, wie ich will? Pass auf. Wir stellen den dahin. Okay. Oh, das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Okay, was haben wir noch hier? So eine Vase. So eine Vase, die können wir, ja, wo können wir eine Vase hinstellen, ne? Ja, auch. Also, was ist das für eine Vase, Bro? Die ist ja riesig, holy. Okay, ein Ventilator. Ventilator, wo macht ein Ventilator bitte Sinn? Ventilator macht Sinn. Kann ich das... Ah, hier. Rotate. Okay, jo, keine Ahnung. Da, wo der Keller ist, weil es da raus mieft, da können wir den hinstellen. So, was haben wir noch? Ein Kissen. Jo, das machen wir hier hin. Ey, wie viel da drin ist? Noch ein Kissen? Okay. Wenn, dann wollen wir das schon schön einrichten, Leute. Also, wenn, dann muss das hier schon passen. So, das machen wir hier hin. Oh, ein Bild. Oh, warte mal, das machen wir doch hier hin, oder? Hier machen wir das. So, jawohl.
So, open. Nochmal eine kleine Vase. Okay, klein ist gut. Klein ist die nicht. Wo soll ich denn die Vasen hinstellen? Oder ich kann die... Okay, das sieht irgendwie kacke aus, wenn ich die da hinstelle. Das muss schon irgendwie passen. Hier stelle ich die Vase hin. Das sieht auch kacke aus. Also, keine Ahnung. Oh, eine Uhr. Alright, eine Uhr, eine Uhr. Hängen wir einfach dahin. So, was haben wir hier? Bücher. Okay, ja, vielleicht hier so rein? Irgendwie? Ne? Da? Da so? Da sieht's gut aus, ne? Jawohl, da sieht's gut aus. Und wir haben noch einen DVD-Player. Ja, nice. Den machen wir hier unten rein. Kann ich mich ducken? Ah, ich kann mich auch ducken. Perfekt, perfekt. Den machen wir direkt hier rein. Zack, die Bohne. Yes, sir. Was haben wir noch? Nichts mehr. Okay. Kann ich das Ding dann wegwerfen? Eigentlich? So, werfe ich raus, das Ding. So, zack. Brauche ich nicht mehr. Okay. Alright, dann machen wir als nächstes mal die Küche. Das ist auch interessant. Erstmal hier einen Mixer hingestellt. Den machen wir doch... Den machen wir hier hin. Hier so. Zack. Jetzt haben wir noch einen Toaster, Leute. Oh, Junge, Junge, Junge. Toaster habe ich immer gerne schräg. Ich weiß nicht warum. Das ist so eine Macke von mir. So. Eine Teekanne dann. Oh, nee, es klingelt wieder. Ey, nee, ich habe jetzt keine Lust. Ich räume jetzt erstmal hier in aller Ruhe. Ich muss hingehen. Yo, what the heck? Was soll das? Warum ist die Tür offen? Ich habe die doch zugemacht. What the freaking shit? Was war das? Boah, nee, mir ist das zu dumm. Ich gehe jetzt. Mir ist das echt zu dumm. Ich gehe. Kann ich mich dazu entscheiden zu gehen? Ich habe wirklich keine Lust mehr. Hier ist meilenweit keiner. Ich weiß nicht, was ich hier für eine Hütte gekauft habe. Oh, Junge, 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 Junge. Das ist nicht gut, ey. Ich will hier raus. Ich will hier wirklich raus. Also, ich habe wirklich keine Lust mehr. Ich sage euch, wie es ist. Ich habe keinen Bock mehr. Listen to static. Okay, der Fernseher hat sich selbst angemacht und, was? Und ich kann da irgendwas ausmachen, das in dieser Statik ist, in dieser knisternden, ja, diese Stimme, ne? Ist da jemand, weint da jemand? Mach mal einfach aus. Okay, Bro, also, dass es dir nicht zu blöd wird, ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß nicht. Aber mir ist das jetzt egal. Mir ist das jetzt wirklich egal. So, das Ding stelle ich hier hin. Mir ist das jetzt wirklich vollkommen egal. Also ich werde dem jetzt hier nicht nachgeben, sondern ich packe jetzt einfach weiter aus, ja? Okay, zack. So, ich muss sowieso irgendwann nach oben gehen. Oh, guck mal hier, dicke Schüssel. So, was haben wir noch? Teller. Warte mal, kann ich... kann ich hier nichts... Kann hier nichts aufmachen. Das ist irgendwie dumm. Okay, ich stelle die da hinten hin. Ja, okay, das sieht doch erstmal toll aus, oder? So, da ist nichts mehr doch. Oh, Tassen. Oh, guck mal. Stellen wir direkt hier hin. Unsere Lieblingstassen. Okay, alright. So, dann graben wir das wieder und wir werfen das raus. Braucht man nicht. Und dann räumen wir direkt auch diese Kiste aus. Dann sieht es ja hier schon mal ganz wohnlich aus, oder? Würde ich sagen. So. Muss alles seine Ordnung haben, Leute. Alles muss seine Ordnung haben. So, was haben wir hier? Okay, das machen wir hier hin. Was ist das da? Keine Ahnung. Stellen wir da hin. Medizin. So, Trash stellen wir hier hin. Was haben wir noch? Hier, Zahnputzzeug. Dahin. Oh, Leute, guckt euch das an. Badezimmermatte. Wie smooth, hä? Wie smooth ich das mache. Look at this. So, und eine Lotion. Die machen wir... Wo stellen wir die hin? Soll ich die hinstellen? Hier rein irgendwo? Ja, einfach in die Dusche rein. Passt schon, ne? Okay, alright. Nächste Schachtel raus. Ich meine, ich will ja auch fertig werden irgendwann. Ich will ja auch einziehen. Hast du übrigens gemerkt, dass deine Uhr gar keinen Zeiger hat, Bro? Mein Gott, was ist denn jetzt? Ja, fühlt sich gleich an. Sie war eine tolle, ein toller Mensch. Meine Schwester hat dich geliebt, Mann. Oh, achso, Brother-in-Law, ja. Der Bruder der Schwester. Dein Auto wurde total schaden. Also, ist total kaputt. Okay, hallo, was jetzt? Okay, also das Auto ist nicht mehr zu retten. Ne? So würde ich das jetzt mal beschreiben. Okay, so, dann müssen wir hier noch ausräumen. Warte mal. Irgendwas ist hier ganz komisch gerade. Babyklamotten. Okay, ich räume hier einfach. Waren hier?
Hey, hey, hey. Was war das für ein Geräusch? Ich glaube, es kam vom Basement. Da will ich jetzt nicht rein. Ich will einfach ausräumen, okay? Darf ich Dinge einfach auch ignorieren? Also, meine nur. Was? Ey, warte, der Raum sieht komisch aus. Okay. Keine Ahnung, Mann. 1000 Bilder. Open. 1.000.000 Bilder. Irgendwie, irgendwas hier ist ganz komisch gerade. Ich krieg gerade ein ganz seltsames Gefühl, Leute. Das ist wirklich ein ganz seltsames Gefühl. Also ich meine, ich gebe dem ganzen Zeug jetzt hier echt nicht nach, ne? Aber ich will nur mal so sagen. Also irgendwie ganz, ganz, ganz komisch. So. Ich kann das nicht... Wieso kann ich das nicht rausstellen? Boah, das stört mich jetzt. Das stört mich jetzt. Das ist das dumme Ding da. Was? Was sagt er? Nein, nicht du sollst das nehmen, Mann. Ich will das rausräumen. Oh, hört auf jetzt mit eurer Rumknackerei hier. Wirklich, ich will jetzt einfach nur mein Zeug ausräumen, ja? Also ganz ehrlich. Jetzt reicht's mir aber langsam hier. Ich mache jetzt hier das Erdgeschoss fertig und dann gehe ich hoch. So, das Büro ist irgendwie komisch. Okay, Computer. So, das stellen wir hier hin. Das Telefon machen wir hier drauf. Man muss ja nicht immer alles direkt am PC haben. Das Telefonbuch machen wir dann lustigerweise. Ja, keine Ahnung, dann legen wir das halt da drauf. So, CD-Rack, das gehört. Das gehört hier hin. So. Okay, alright. Was ist denn los jetzt? Okay, was jetzt? Okay, also sie untersuchen gerade den Unfallhergang, um festzustellen, inwieweit andere Personen oder andere Parteien involviert waren. Okay. From you. Wer ist da? Two. Also jetzt wird's langsam, aber wirklich, also wirklich, Leute. Ich soll doch hier jetzt einfach nur mein Zeug ausräumen, oder? Oder? Oder soll ich nicht? Waren da Fenster? Ich meine, das Spiel heißt, dass die Fenster verschwinden, ne? Da war doch ein Fenster. Bro, irgendwas ist hier ganz strange. Da war doch ein Fenster. Okay, Moment, wait. Wait, 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 wait a second. Moment, warte mal. Die Tür ist weg! Die Tür ist... Nee. Könnt ihr nicht bringen. Könnt ihr nicht bringen. Guck mal das Haus an! Die ganzen Fenster sind weg! Fällt dir das nicht auf? Fällt dir das nicht auf, dass die Fenster weg sind, Herr Protagonist? Ist dir das wurscht? Oh, also ganz ehrlich, den Leuten in Horrorspielen haben sie so ins Hirn geschissen. Ich glaub's nicht. Bro, du merkst das doch. Soll ich jetzt in den Keller gehen? Ich gehe mal in den Keller runter, da kam ja vorhin irgendein Geräusch her. Oh mein Gott, was passiert hier? Das ist furchtbar. Okay, ich muss irgendwas tun, weil das bewegt sich, das bewegt sich! Okay, also er hasst es da hinzusehen, er hat das Gefühl, er muss eigentlich darauf achten, quasi, aber irgendwie will er es auch ignorieren und er hasst es, das Ding anzusehen. Junge, das Ding bewegt sich. Das Ding ist ekelerregend. Es bewegt sich, es ist richtig furchtbar. Mach das weg. Ja, ich wollte da nicht nochmal draufklicken. Kann ich da nicht? Nein! Oh, jetzt muss ich es nochmal angucken, Mann. Chill. Chill doch mal. Ich muss was trinken, Leute. Das Spiel, das macht mich wieder fertig. Ja, was soll ich denn dagegen machen? Boah, wir erinnern uns an den Mann, ne, der da unten war. Ich mache jetzt einfach die Kellertür zu. Ich habe da keine Lust mehr drauf, auf diesen Mist. Irgendwie ist das auch komisch. Jo, das mit den Fenstern gefällt mir gar nicht, Leute. Das mit den Fenstern gefällt mir überhaupt nicht. Fenstern. Ich kann schon nicht mehr reden. Ey, das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst, dass wir einfach weiterhin das ganze Zeug hier einfach nur... Oh, nein, 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 ey. Das kann doch nicht wahr sein. Oh ja, toll, das Bild, das sieht hier richtig schön aus. Mhm. So, was haben wir hier noch? Oh ja, noch ein paar Bücher. Ja, immer rein damit hier. Hier hin. Die Musik, sag mal, merkst du das nicht? Merkst du nicht, dass das... Also, dass das hier komisch ist? Merkst du nicht, dass hier irgendwas ganz gewaltig nicht stimmt? Das kann ich hier nicht mal hinstellen. Also das gefällt mir nicht. Warte, nee, ich muss das hier nehmen. Und das hier rein. Okay, warte, das geht auch nicht. Warum kann ich das hier nicht reinstellen? What the heck? Das hier kann ich auch nicht da reinstellen. Leute, das stört mich ungemein. Gut, ist mir egal. Noch ein Bild. Oh ja. Hell yeah. Komm, das stelle ich einfach hier hin, okay?
Wir brauchen ja auch ein Bild. So, was haben wir hier? Okay, einfach nur irgendwelche komischen Sachen. Ja, ich will das Haus trotzdem einfach einräumen, okay? Bitte verurteilt mich nicht. Hier ist der Putzschrank. Dass ich einfach versuche, in Anbetracht der Tatsache, dass hier alles sehr komisch ist gerade, dass ich einfach versuche, das Beste aus der Situation zu machen. Ich werde aber die Kisten jetzt nicht mehr wegräumen. Das mache ich nicht mehr. Okay, okay, okay. Das legen wir hier hin. Whatever. Das legen wir hier hin, obwohl da keiner ist, der neben mir schläft. Whatever. Das ist mein Bettzeug. Aha, glaube ich. Das Kissen. Ich habe vorhin ohne Kissen geschlafen, möchte ich anmerken. So, das hier auch noch. Kann ich das daneben hinlegen? Ja, it's just perfect. It's just perfect. So, auf meine Seite kommt der Wecker. Aber bitte mit dem Bildschirm nach vorne, damit es auch Sinn macht. So, und noch ein schönes Bildchen. Das Bildchen machen wir direkt hier in der übers Bett in der Mitte. So, irgendwo. Da, okay. Gut, oh, und da haben wir noch ein Bild. Das machen wir dahin, damit die Wand nicht so trist aussieht. Weil ich glaube, dass da vorhin ein Fenster war. Ja, weiß ich nicht. Ignoriere ich einfach. Ich will... Warte mal. Ich kann hier auch öffnen. Ach, ich kann die Sachen auch da reinmachen. Boah, der Scare. Das wäre ein Scare des Todes gewesen. Was ist denn jetzt? Ich kann hier alles öffnen, Leute. Das stört mich. Was ist denn nun? Leute, die Tür ist weg. Leute, die Tür ist weg. Ich habe keine Tür mehr, Mann. Ich habe keine Fenster mehr. Ich habe keine Türen mehr. What is happening? Ich muss da runter wieder, oder? Ne? Wo muss ich denn hin? Da habe ich schon alles eingeräumt. Oben, oder? Ist oben. Ich habe noch gar nicht alle Kisten ausgeräumt. Open, open. Wo muss ich hin? Oh, bitte helfen Sie mir. Ich bin in ganz großer Gefahr. Ich habe keine Fenster mehr. Ich habe keine Türen mehr. Ich habe gar nichts mehr. Okay, woher kommt das Geräusch? Irgendwo hier aus der Wand, ne? Nö? Doch unten? Ja, da. Irgendwo hierher. Also was muss ich denn... Was muss ich machen? Muss ich nochmal in den Keller runter vielleicht? Ich gehe nochmal in den Keller runter, okay? Da ist noch ein Fenster. For fuck's sake, warum ist die Tür zu? Ne, auf das blöde Ding klicke ich nicht. Warum ist die Tür zugegangen? Was zum Teufel ist das? Jo, was ist das hier bitte? Können Sie damit bitte aufhören? Irgendwie holt mich gerade die Dunkelheit ein, ne? Ich glaube, wir sehen gerade das, was dieser Mann... Seine Basement-Door... Oh, das sind diese Dinger, die er beschrieben hat. Die Dinger, die er im Fernsehen gesehen hat. Oh, guck mal hier. Da vorne steht jemand. Ist das unsere Frau? Oh, Junge, Junge, Junge. Hallo. Was geht hier ab? Ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich will hier... Oh, fuck. Wer ist da? Es war deine Schuld. Was?
so eine Enttäuschung. Wieso sagst du das? Aber was muss ich denn jetzt machen? Ich gehe mal nach oben. Oh ja, okay, gut, oben gibt's nicht mehr, alles klar. Aber was ist das bitte hier? Oh, und es ist so unfassbar dunkel. Okay, alles steht auf dem Kopf, glaube ich, ne? Kann ich da runtergehen? Okay, nee, die Tür ist zu. Die Tür vor allem, die Tür. Mann. Warte mal, muss ich an den Fernseher? Nee. Da ist die Tür. Oh, hier ist ein dunkler, langer Gang. Okay, ich öffne. Ich bin wieder im Keller. What the shit ist das bitte? Ich kann nicht erfassen, was ich sehe. Da ist ein sehr krass pulsierender Schleim, der sich aus dem Leck formt in der Decke. Es sieht lebendig aus. Ja, das sieht so aus. Ne? Okay, kann ich jetzt hier wieder hoch? Oh, shit! Ah! Oh, Bro, what the heck? Was ist hier jetzt? Oh Gott, was ist das? Inspect. This painting seemed to have been painted by my wife. Okay, die Bilder scheinen von seiner Frau gemalt zu sein. Was war das? Boah, Leute, das Spiel ist richtig schlimm. Das ist richtig schlimm. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Jetzt bin ich wieder hier unten. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay, es gibt verschiedene Bereiche. Bro. Direkt mal Screenshot fürs Thumbnail. Oh, hier, warte mal, hier. Grab. Klar, also als er das Tape anfängt zu spielen, findet er sich selbst in einem Albtraum, in einer zerrissenen Reflexion der gequälten Psyche des Mannes wieder. Und die Szene ist eine Sammlung aus Fragmenten, Bildern, zerrissenen Tönen, Sounds und Erinnerungen. Und oh, dieses komische Ding, das ich rechts am Ohr habe hier die ganze Zeit. Oh Gott, ey. Und sehr seltsam und ja, sehr unwohlen Gefühlen einfach. Und jemand hat das alles zusammen gemixt und einfach auf einmal abgespielt. Es ist ein totales Chaos. Und er kann überhaupt gar nicht ausmachen, was er gerade sieht. Und es erschrickt ihn bis zum Inneren zur selben Zeit. Und andererseits ist es auch wunderschön und macht Sinn für ihn. Okay. Das Gesicht des Mannes und sein Körper sind komplett zerrissen, also halt quasi komplett. Wie wenn du eben in dem Videotape einfach so einen Glitch hast. Ja, und das sind zwei so Leisten, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, ja, distorted. Kann man nicht erkennen. Wenn ich jemals wissen sollte, wer er davor war, würde ich ihn nicht mehr erkennen können. Aber zu diesem Moment fühle ich eine sehr, sehr große Empathie für ihn. Als würde sein Schmerz in meinem Körper wiedergeboren oder auch ja, fühlbar oder spürbar sein. Und das Tape wird quasi zum Ausdruck seines Schmerzes und ein Spiegel reflektiert seinen eigenen Kampf. Und die Fragmente seiner Stimme, die seine Ohren erreichen und sich anhören wie Teile gebrochenen Glases, sprechen eine Sprache oder sagen, dass eben eine riesige Katastrophe in seiner Welt war oder seine Welt komplett zerstört hat. Genauso wie seine eigene. Der Mann scheint jetzt in dem Tape einfach die Aufmerksamkeit auf mich, also den Protagonisten, jetzt zu haben. Also der scheint jetzt zu checken, dass ihn jemand anguckt.
Und das geht wohl über das Tape hinaus jetzt. Okay, dann hört das Tape auf einmal auf. Dass das Tape einfach aufhört, hinterlässt ihn mit schweren Atem. Ja, er ringt nach Atem. Sein Herz schlägt in seiner Brust sehr, sehr stark. Die Dunkelheit lauert. Okay, alles klar. Also der Mann ist jetzt komplett verschwunden. Und ja. Dämonentape, Leute. Ich sag's jetzt einfach mal so. Ist extrem schwierig, weil... Kann ich irgendwas machen? Oh mein Gott, Junge. Du siehst wirklich nicht gut aus. Extrem schwierig für mich deswegen, weil da sehr viele Worte sind. Das ist ja hochgeschwollen geredet, sag ich mal. Ich verstehe alles, was da steht. Ich kann es euch aber nicht wiedergeben gerade. I don't know. Also tut mir mega leid. Das ist qualitativ nicht sehr großartig, aber ich kann jetzt leider nichts ändern. So, pass auf. Wir gehen jetzt. Warte mal, wo müssen wir hin? Zurück und irgendwo hier müsste eine Tür sein. Irgendwo hier da. So, wo wir zurück im Keller sind. Okay, das Ding wird immer größer. Jesus Christ, Mann. Kann mir mal irgendjemand sagen, was hier passiert? Okay, sie sitzt da nicht mehr. Oh, da ist noch eine Tür. Nee, sie sitzt in der Küche. Okay. Also, ich weiß schon, auf was das Game hinaus will, glaube ich. Aber wir gucken mal. Dafür muss ich auch nicht jedes geschwollene Wort lesen. Sie scheint von etwas direkt vor ihr abgelenkt zu sein, Honey. Hast du die letzten Bilder gesehen, die ich gemacht habe? Jedes von ihnen hat eine Ewigkeit gebraucht, fertig zu werden. Aber ich glaube, dass sie jetzt perfekt geworden sind. Wieso hast du sie gemacht? Edit, ich mach einfach. Ich hab's gesehen. Ich habe über dich und unser Baby Laura nachgedacht, weißt du? Das ist der Grund, warum sie so wunderschön sind, Jessica. Erinnerst du dich an die Frage, die ich dir gestellt habe? Was möchte Gott? Oder, ja. Ach so, nee, wie sieht Gott aus? Okay. Ja, wie sieht Gott aus? Es ist lustig, dass du nie religiös warst, aber du hast mir immer geholfen, zu verstehen, warum wir ihn nie wirklich sehen können. Und ich habe das wirklich sehr toll gefunden. Weißt du das? Honey, es tut mir so leid, was passiert ist. Es war alles meine Schuld. Ich vermisse dich wirklich. Aber ich sehe ihn jetzt. Sie lacht. Ich sehe ihn und er ist wunderschön. Siehst du ihn auch? Ja, ich sehe ihn auch. Wundervoll, nicht wahr? Es fühlt sich so an, als würde mein Gesicht abreißen, aber im positiven Sinne. Ich habe versucht, mir selbst zu vergeben. Ich weiß nicht, ob ich dich gehen lassen kann. Oh, mach dir um mich keine Sorgen. Wir haben jetzt unser Baby, um das wir uns kümmern müssen. Hörst du das? Sie weint, das arme Ding. Ich sollte mal nachsehen, und was mit unserem kleinen Mädchen ist. Sie ist vielleicht hungrig. Leave conversation. Sie ist hungrig. Boah, Leute, das ist so deep. Jesus Christ. Warte mal, da weint was, ne? Oh, no. No. Talk. Schau dich an, Honey. Siehst du? Ich habe deinem Vater gesagt, du bist hungrig, oder? Mach dir keine Sorgen, Laura. Mami wird dich füttern. Oh, hallo, mein Schatz. Du warst eine Zeit lang weg. Wir haben dich sehr selten in letzter Zeit gesehen. Wo warst du? Vermisst du uns nicht? Wir sind so einsam und es ist so leer hier. Und Laura hört nicht auf, nach ihrem Vater zu weinen. Natürlich vermisse ich dich, Hanne. Ich glaube, es ist Zeit, loszulassen. Nein, nein. Weißt du was? Ich habe eine bessere Idee. Warum kommst du nicht zu uns? Oh, Laura vermisst dich so sehr. Und sie ist so hungrig die ganze Zeit. Ich will wirklich ihren Hunger stillen. Ich kann sie so nicht leiden sehen. I will join you. I can't join you. I'm so sorry. Ich kann nicht kommen. Es tut mir so leid. Okay. Sie ist so hungrig. Schau sie an. Ich gehe jetzt und werde sie füttern. Schade, dass du nicht zu uns stoßen kannst. Sie braucht wirklich ihren Dad. Oh, for fuck's sake, Alter. Das ist... Was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Why?
Join your family. Let your family go. Boah, nee, also ich bring mich nicht selber um, ne? Also das hätte meine Frau nicht gewollt. Und das ist bestimmt Selbstmord, den wir hier vorhaben. Okay, meine Maus. Meine Maus. Alright. Das ist safe Selbstmord, den wir hier vorhaben. 100%. 100%ig. Okay, scheint so, als hätte das Leck gestoppt, als wäre es nicht mehr da. Okay. Oh, mein ganzes Zeug ist da, aber guck mal, ich habe nicht fertig ausgepackt. Das weißt du, oder? Okay, ich muss auch scheinbar nicht fertig auspacken. Aber ich kann jetzt gehen. Leave the house. Ich kann gehen. War's das? Die ganze Zeit seit dem Unfall. Dass die Uhr keinen Zeiger hat, triggert mich so hart. Schuld hat mich heimgesucht. Also habe ich ein Labyrinth gebaut. Und habe meinen Weg herausgefunden. Der Windows are gone. Verarbeitung eines heftigen Unglücks, eines Traumas. Das beschreibt dieses Spiel. Auf eine sehr überblühte Art und Weise mit den Worten umzugehen, gerade im Englischen, aber you got the good ending. Secrets found, 4 von 5. Okay, sehr krass. Krass, so ein Spiel kostenlos rauszuballern. Hat mir echt gut gefallen. Hat jetzt, glaube ich, ein bisschen über eine Stunde gedauert. Alright, Leute, das war's mit The Windows Are Gone. Ich entschuldige mich nochmal für die etwas teils hakelige Übersetzung, aber das war mir ein bisschen too much. Wäre das gleiche, wenn jemand ultra geschwollen Deutsch spricht. Das war einfach, ich hab's verstanden, aber zum Übersetzen war es dann einfach doch an Stellenweise ein bisschen, ja, weiß ich nicht, komisch. Aber das wird mit der Zeit, Leute. Es wird schon werden. Ich hoffe, ihr konntet das Gameplay trotzdem genießen, das Let's Play. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da, Leute. Interaktion ist das Stichwort, sehr wichtig. Lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr neu seid und euch nicht abgeschreckt habt durch meinen Gestotter beim Englischen, dann lasst auch gerne ein Abo da, Leute. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, wenn vielleicht irgendwo mal Türen verschwinden. Danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.